Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man Spaghetti Puttanesca macht. Wer Fleischeslust hat, kommt bei diesem Rezept leider nicht auf seine Kosten. Zunächst wird das Kochwasser für die Nudeln aufgesetzt und gesalzen. Bis es kocht, häute ich 3 Knoblauchzehen, die ich fein hacke. Hier habe ich 1 Esslöffel Kapern in Lake, die ich grob zerteile. Das sind die Anchovies in Öl, die ich mir bei Bedarf aus dem Glas nehme. Sie sind braun, da fermentiert. Sobald das Wasser kocht, gebe ich 2 eingeschnittene Tomaten hinein und lasse sie 30 Sekunden im kochenden Wasser. Es kann ruhig das Wasser für die Spaghetti dafür genommen werden. Das spart Energie und unnützes Spülen. Ich nehme sie heraus, schrecke sie unter kaltem Wasser ab. Und so behandelt, lassen sie sich problemlos schälen. Nun gebe ich die Spaghetti in das kochende Wasser. In eine Pfanne gebe ich etwas Öl, das sich zugegebenermaßen kaum erkennen lässt, und für 2 Portionen 2 gefüllte Esslöffel Tomatenmark, 6 Anchovies, sie brauchen nicht klein geschnitten zu werden, die gehackten Kapern, sowie die 3 fein gehackten Knoblauchzehen. Das Ganze lasse ich so lange bei kleiner Hitze anbraten, wie ich brauche, um die geschälten Tomaten klein zu schneiden, die ich nun ebenfalls in die Pfanne gebe. Alles wird natürlich durchgerührt. Gesalzen werden muss nicht, denn die Anchovies wurden in Salz fermentiert und geben genug Würze. Das Tomatenmark ist ja konzentriert, weswegen ich noch etwas Wasser benötige. Also gebe ich des Weiteren eine halbe Tasse meines Nudelwassers dazu. Für den besonderen Kick gebe ich noch etwas Sriracha-Soße dazu. Das ist eine Soße aus fermentierten und eingekochten Peperonen. Wer das nicht hat, nimmt eine kleine Messerspitze Chilipulver oder scharfes Paprika. Nun entkerne ich noch ein paar Oliven. Das geht am besten, indem man sie mit der flachen Klinge des Messers platt drückt, dann aufschneidet und den Kern herausholt. Das ist eine kleine Fleißarbeit. Wer dazu keine Lust hat, gibt die Oliven mit Kern in die Soße, sollte dann aber seine Gäste warnen. Die Spaghetti haben nun etwa 6 Minuten gekocht und ich gebe sie in die Soße. Sie sind noch sehr al dente. Ich nehme sie aber mit Absicht jetzt schon aus dem Kochwasser, damit sie in der Soße weiter garen können und sich dabei mit der geschmacksdurchtränkten Soße vollsaugen können. Mit Deckel drauf geht es nicht nur schneller, es verdampft auch weniger Wasser. Die Spaghetti werden nun so lange ziehen gelassen, bis sie so weich sind, wie man sie haben möchte. Bei mir waren es knappe 4 Minuten bei sehr geringer Hitze. Die Zeit habe ich genutzt, noch ein paar frische Basilikumblätter aus dem Garten zu holen und auf die Spaghetti zu geben, denn sie dürfen natürlich nicht fehlen. Jetzt kann gegessen werden. Die Spaghetti werden auf die Teller verteilt und die Soße kommt obendrauf. Zur Verzierung und um Kleckse zu kaschieren, kann man auch noch ein paar Basilikumblätter obendrauf geben. Die Soße ist sehr geschmacksintensiv. Da leicht salzig, scharf, süßlich sauer und herzhaft. Mein Mann war von diesen Spaghetti unheimlich begeistert und es gab höchstes Lob. Das kannst du noch einmal machen. Pasta Puttanesca sind seiner Meinung nach genauso gut wie Spaghetti ligurische Art, also die mit Bohnen, Kartoffeln und Pesto, die man aber eigentlich nur im Sommer kocht. Spaghetti Puttanesca kann man das ganze Jahr über kochen. Wenn man keine frischen Tomaten hat, nimmt man welche aus der Dose. Ich hoffe wirklich sehr, ihr kocht dieses Essen einmal nach. Es ist im Handumdrehen gemacht. Zutaten und Mengenangaben gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und wie immer guten Appetit!